Arsch, ey. Es nimmt auf. Yay. Hey, yay! Danke an die lieben Review von Zutara-Fan kleiner als 3. Oh ja, und dann haben wir schon im nächsten Kapitel. Simba konnte die Nacht nicht wirklich schlafen. Oh Gott, diese. Ja, es ist schon mal schade, wenn die nicht eindringen. Ohne Gleitgel. Und das war so ein Gleitgel. Er hatte ein. Piep und piep! Und das alles mit piep und dann piep! Und das alles ohne Gleitcreme. Wir sollten aufhören mit diesen Cold Mirror Witzen. Die kennt ihr ja sowieso keiner. Er hat ein schlechtes Gewissen wegen dem Vorfall. Auch am Frühstückstisch. Wegen dem Vorfall! Ja, danke schön. Ja. Ja, auch am Frühstückstisch herrschte eine bedrückende Stimmung. Warte, das ist Mama, das bin ich. Oh ja. Simba, dein Onkel Scar hat vorhin angerufen. Du sollst die bitte zurückrufen. Okay, mach ich, Mama. Er stand auf und ging zum Küchentelefon. Die haben ein Küchentelefon, ich habe ein Telefon fürs ganze Haus, aber die sind so reich. Hallo. Hi, Onkel Scar. Simba, gut, dass du mich zurückrufst, denn ich habe eine Überraschung für dich. Überraschung, Kaninchenbabys. Ich habe eine Überraschung für dich, mich aufzuheizen. Aufzuregen. Ist gut, also gut. Ja. Ja. Um dich aufzuheitern. Ich habe hier ein paar kleine Kaninchenbabys, die kannst du streicheln. Du weißt davon. Jeder weiß, dass du Kaninchenbabys liebst. Ach, bitte sprich's. Aber ja, es war überall in den Nachrichten. Auf jeden Fall zusammengeschrieben. Kommst du zur alten Brücke? Ich stelle es irgendwie so vor, dass irgendwo überall in den Nachrichten steht, der Prinz liebt Kaninchenbabys. Hier sehen Sie beim letzten Streichelzauszug, wie ein kleines, weißes, flauschiges Kaninchenbaby gestreichelt. Tinky ist aber nicht weiß. Dann eben Penny. Wenn er uns Penny gestreichelt hat. Yeah. Blablabla, Brücke. Ach ja, du. So, Brücke. Ja klar. Bis dann. Mama, kann ich mit Scar zur alten Brücke gehen? Ja klar, aber sei vorsichtig. Ja, Mama. Währenddessen unter den Zugeliebte! So wie sich auch hier schon angeschrieben fühlt. Banzai mit E, Shenzi, Ed, ist die Sprengladung bereit? Ja, Scar, auf dein Zeichen werden wir sie anzünden. Damit ging's nicht. Nicht. Nicht du, ich rede mit Shenzi. Ich rede Shenzi, ja. Damit ging Scar wieder an die Oberfläche, aber mit einem hämischen Grinsen. Oh. Wieder bei Simba! Okay, Scar! Simba. Oh, warte, du hast das vergessen. Er reißt gerade die alte Brücke, als Scar an der anderen Seite auftauchte. Onkel Scar! Simba, da bist du ja. Komm mit mir. Simba folgte seinem Onkel auf die alte Straße, wo die ganzen Prostituierten standen. Bist du dir auch wirklich ganz sicher, dass mir hier unten nichts passiert? Keine Fragezeichen. Ja, ganz sicher. So, ich hole jetzt deinen Vater. Du bist hier so sicher wie ein kleiner Junge vor einer katholischen Kirche. Allein. Nachts am Abend. Ja. Scar drehte sich um und ging auf alle Zeiten. Geh, Scar, geh und komm nie wieder. Onkel Scar, werde ich die Überraschung mögen. Simba, sie ist zum Sterben schön. Kann ich hier, Babys? Dann war er weg. Der kleine Prinz hockte sich auf den Asphalt. Oh, die haben und zügte seine neue Pistole und zielte auf eine leere Flasche. Das Chamäleon im Originalfilm wurde jetzt eine leere Flasche Das tut mir so leid. Das tut mir so leid. Aus das Chamäleon. Das ist eine richtige Flasche, ey. Beißka! Banzai, seid ihr bereit? Banzai, eh. Ja, sind wir! Genau 3 Sekunden später hörte man ein Wumm und das Gewull von Menschen und Tieren. Bei Simba! Was war das? Simba schaute sich um und sah eine Horde von Tieren. Bei Mufasa! Mufasa. Im Zoo ist eine Bombe explodiert und die Tiere rennen auf die auf verlassene Straße. Simba ist dort unten. Ey, krass, ihr verlasst nicht die Straße. Mufasa ließ sofort alles stehen und liegen. Und Scar und Mufasa stiegen in das schnellste Auto, was Gewalt anzubieten hatte. Lamborghini, Ferrari, Kind. Das Kind von denen. Ja, genau, die haben das Auto von Magnum geklaut. Oh mein Gott, Knight Rider. Nee, warte. Bei Simba! Ja. Das war's, ich werde sterben, ich weiß es. Verzweifelt drückte er sich auf den Boden. Das bringt nicht viel. Und. Aber immer wieder wurde er von Füßen der Tiere erwischt. Papa, Mama, ich liebe euch bei unheimlich. Nala, ich hatte leider nie die Gelegenheit, dich zu küssen oder dir zu sagen, dass du das schönste Mädchen bist, was es auf der ganzen Welt ist. Was?
What? Mit wem redet der Typ eigentlich? Sasu, hoffentlich vermisst du mich auch, wenn ich dich immer geärgert habe. Hatte. Oh Gott! Hey, da, du. Oh Gott! Warte. Ach ja, Simba! Er schaute nach oben auf die Brücke und sah seinen Vater, wie er von der Brücke sprang. Ja. Oh Gott, Klammer auf, sie ist so hoch, dass man locker dort runterspringen kann, Klammer zu. Und rannte gegen den Strom zu seinem Sohn. Boah, ey, die kann voll gut rein, die Autorin, die sollte Rapperin werden. Gegen den Strom zu seinem Sohn. Ich bin ein Hai und ich sag bye bye. Ja. Ja. Aber ganz ehrlich, welche Brücke ist denn nicht hoch genug, dass man dort locker runterspringen kann? Welche denn? Man kann aber trotzdem jeder Brücke springen, egal wie hoch sie ist. Eigentlich kannst du überall runterspringen. Ja. Das ist sinnlos. Wenn man fast das Jungen bringen kann, durch diesen Satz in der Klammer betont die Autorin doch, wie extrem hoch es ist und Tod und Selbstmord und ach, fickt euch. Mit seinen starken Armen hebt er seinen kleinen Sohn auf und trug ihn abseits der Straße. Das hätte Simba auch allein machen können. Doch, er wurde von einer Giraffe mitgezogen. Oh, Giraffe, scheiße. Giraffe, Affe. Ey, ich hab gehört, du hast Tourette-Syndrom, nur mit dem Namen. Giraffe, Affe. No. Simba schrie aus Angst und ihm lief eine einzelne Träne über die Wange. Doch Mufasa schaffte es, sich aufzurappeln und sich am Bogen festzuhalten. An welchem Bogen? Keine Ahnung, entweder rennt er da mit vollem Bogen rum oder meinst du einen Bogen von der Brücke, da das Ende so. Oh Gott. Zentimeter für Zentimeter rutscht er immer weiter ab. Scar, Bruder, hilf mir. Scar ging auf die Knie und... Und griff in seine Jackentasche und holte seine Waffe raus. Oh, seine Waffe, seine große, lange Waffe mit dem großen, langen, harten Lauf. Ja. Und er hat reichlich Munition. Vor allen Dingen ist die so lang, die muss er in seiner Jackentasche aufbewahren. Ich dachte, er hat ein Mikrofon, da hat man die Tür geknallt. Ja, eben. Schatz, die arme Tür. Oh Gott. Mufasa bekam große Augen. Und Scar beugte sich zu seinem Ohr. Lang lebe der König. Höchst erotisch. Dann drückte er ab. Man hörte nichts. Nur den Schrei von Mufasa, als er von der Brücke stürzte. Und nicht etwa irgendwie das Getrampel und Gebrüll von irgendwelchen Tieren und Menschen, die so in Panik sind, dass sie gegen die nächste Mauer rennen. Also auf dem die sind alle stehen geblieben und haben aufgehört zu schreien, um ihm beim Sterben zuzukommen. Ja, zwei gute Mitbürger, ne? Ja. Oh, als er auf seinem Boden. Als er auf dem Boden ankam, hörte man ein ekelerregendes Knacken. Knacken bitte groß. Mhm. Einige Sekunden später waren die Tiere weg und Simba rannte auf den staubigen Asphalt rüber zu seinem Vater. Papa, du musst aufstehen. Lass uns nach Hause gehen. Nein. Der Arme war total fertig und zitterte am ganzen Körper. Wer, Mufasa oder Simba? Ich hoffe Mufasa. Ich auch, das wäre schön wieder. Nein, bitte Mufasa, stirb! Ich endlich ist er stirbt, ich kann diese Stimme nicht weiter aushalten, mein kleiner Hals platzt. Simba, was hast du getan? Es war ein Unfall, er hat versucht mich zu retten. Simba, was wird nur Nala oder Sarabi sagen? Okay, Scar, was soll ich nur tun? Stopp, erstens. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass Scar einfach nur mit einem einzigen Wort Nala erwähnt hat, als er das sagte. Und zweitens, wenn du den Film nicht kennst und das liest, hast du keine Ahnung, wer plötzlich mit Simba spricht. Ja. Alter. Simba, lauf so weit weg, wie du nur kannst und komm nie wieder zurück. Ohne ein weiteres Wort sprintete er die Straße entgegen. Wer jetzt ist? Scar oder Simba? Ja. Das ist Mufasa und wer hat eigentlich immer... Oh Gott. Genau, Mufasa rennt jetzt weg und kommt nie wieder. Oh Gott. Banzai BD, Shenzi und er tauchten neben Scar auf. Mit einer eiskalten Stimme sagte Scar... Tötet ihn. Drama. Hat es euch gefallen? Nein. Schreibst in die Reviews. Das Wochenende kommt näher. Ich weiß jetzt schön, dass ich euch vermissen werde. Ihr seid tolle Leser, kleiner als 3 Punkt. Also bis morgen. Verpiss dich. Bitte stirb! Oh, ja. Ja.